Moin moin, ihr Selberschrauber. Willkommen in Henners Schmiede. In diesem Video geht es um eine Heizung in einem Wohnwagen von der Firma Truma. Hier verbaut ist die 5002, aber soweit geht es von der Grundfunktion her gleich mit der 3002. Die 5002 hat nur zwei Heizelemente, die 3002 hat nur ein Heizelement. Aber wie gesagt, die Funktionsweise ist bei beiden gleich. Ja, und hier erkläre ich, wie man so die Heizung in Betrieb nimmt und ja, was es sein kann, wenn was es nicht so funktioniert, wie man das möchte, wenn sie nicht angeht oder was auch immer. Lassen wir uns überraschen, ich erkläre alles hier in diesem Video. Viel Spaß! So, als allererstes, da ja die Heizung mit Gas betrieben wird, ne, müssen wir natürlich die Gasflasche aufdrehen. Hier sieht man den Druckschlauch. Ein sogenannter Hochdruckschlauch. Hier drehe ich jetzt die Gasflasche auf. Angeschlossen ist das Ganze hier an so eine Monocontrol mit Crash-Sensor. Das heißt, wenn man den Wohnwagen, man kann sogar hier die Gasflasche während der Fahrt eingeschaltet, also aufgedreht lassen. Ja. Aber wenn man jetzt irgendwo auf den Campingplatz gekommen ist und innen drinne geht der Herd nicht an, die Heizung nicht an, wie auch immer, man kann es zwei Möglichkeiten haben. Entweder hat er hier ausgelöst, die Schlauchbruchsicherung, das heißt hier einfach mal drauf drücken. Oder aber durch die Vibration bei an der Fahrt hat hier unten die Kugel ausgelöst und gibt das Gas nicht frei. Das kann man einfach durch Drücken von dieser grünen Taste, bringt man die Kugel wieder in die Nullstellung. Und jetzt strömt das Gas auf jeden Fall durch in den Wohnwageninnenraum. Also jetzt nochmal die Funktionsweise Schlauchbruchsicherung. Dadurch, dass hier die Gasflasche aufgedreht ist und hier kein Druckminderer sitzt, sondern der Druckminderer ist hier in dem Monocontrol, muss man ja irgendwie gewährleisten, dass bei einem Unfall, wenn der Schlauch abreißt, hier nicht unkontrolliert Gas ausströmt. Und dafür ist diese Schlauchbruchsicherung zuständig. Die kann durch Vibration, durch verschiedenste Ursachen mal auslösen. Hatte ich selber schon, dass ich dann mich gewundert habe, warum habe ich drinnen kein Gas. Und wenn ich das dann hier drauf drücke, resette ich sozusagen diese Technik, die hier drin ist. Wie gesagt, die ist dazu da, dass wenn der Schlauch abreißt, schlagartig Druckverlust in der Flasche herrscht, macht das Ventil hier zu. Das kann ich so durch das Drücken von dem grünen Knopf wieder öffnen. Nun haben wir ja das Gas jetzt soweit schon einmal im Innenraum über die Gasleitung, aber noch nicht an der Heizung. Bei meinem Wohnwagen verstecken sich die einzelnen Gashähnchen hier unter der Besteckschublade. Es gibt da verschiedene, manche haben es auch dann hier hinter. Ne, das muss man gucken, das ist vom Wohnwagen zu Wohnwagen verschieden. Hier sind drei Absteller. Ich habe einen Absteller für den Ofen, also hier für die Heizung. So sehen sie aus, so ist er ein. Dann habe ich hier einen Absteller für das einzelne Kochfeld und ich habe einen Absteller für den Kühlschrank. Man muss, wenn man den Absteller hier aufdreht, ist innen drin ein kleines Ventilchen mit einer Feder. Da muss der sich jetzt schwer drehen lassen. Es kann sein, dass wenn der über lange Zeit so steht und ich mache den auf, dass die Dichtung in dem Ventil hinten drin klebt. Das heißt, das merke ich, weil er sich ganz leicht bewegen lässt. Ist das der Fall? Leichtes Klopfen auf das Ventil, auf den Absteller, damit das Ventil hinten Gas wieder freigibt. Und das merkt man dadurch, dass es entweder so Klick macht oder halt es lässt sich einfach schwerer drehen. Und dann merkt man, okay, das Ventil ist offen. So, jetzt haben wir Gas schon einmal an der Heizung. Da diese Heizung hier schon eine Automatikheizung ist, fehlt hier dieser Knopf, entweder dort oder dort, um die Piezo-Zündung manuell auszulösen. Hat man bestimmt bei älteren Wohnwagen schon mal gesehen, wenn man dann hier einschaltet, die Heizung. Man muss den Knopf runterdrücken und dann drehen. Und gleichzeitig dann auf diese Piezo-Zündung drücken. Dann hört man so klack, 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 bis die Flamme angeht. Hier ist das Ganze über eine Batterie geschaltet. Das heißt, ich drücke runter, drehe an,
Jetzt hat man es nur ganz kurz gehört. Ich mache es nochmal. Da hört man vielleicht das Klacken. Und da sieht man jetzt die Flamme. Habt ihr dieses Tickern gehört? Das ist diese Piezo-Zündung. Die sorgt dafür, dass die Flamme angeht. Dann lässt man oben gehen. Und so ist es jetzt richtig. Das heißt, jetzt läuft die Heizung. Da ist noch ein bisschen Luft in der Leitung drin. Man hat das Tickern nochmal gehört. So ist es richtig. So läuft sie. Gut, bis hierhin, soweit, so gut. Jetzt wird es warm im Wohnwagen. Ja, und nun kommen wir mal dazu, was ist, wenn es nicht tickert. Ja, was denn jetzt? Jetzt suchen wir die Batterie. Diese Verkleidung hier vorne kann man abnehmen, indem man hier einfach ein bisschen beherzt dran zieht. Da sind hier solche Klammern, links wie rechts. Und unten ist das Ganze nur aufgestellt. Das heißt, ich kann es nach unten hin so abnehmen. Der bleibt hier dran, das ist vollkommen normal. Ich habe hier noch gleichzeitig eine Truma-Vent mit dabei. Das heißt, ich muss jetzt hier das Kabel abziehen von dem Stecker und kann die Verkleidung wegstellen. So, jetzt übernehme ich mal. Und zwar, das ist das Heizelement. Die 3002 hat eins, die 5002 hat zwei Stück, vorne und hinten. Hier unten haben wir das Schauglas, worüber sehen, ob die Flamme drinne brennt oder nicht brennt. Und hier drüben ist der sogenannte Zündautomat. Da bin ich jetzt mal hergegangen und habe die Batterie rausgenommen. In diesem Zündautomat ist eine Standard 1,5 Volt AA-Batterie. Die sitzt hier drin. So. Wenn wir die jetzt wieder einsetzen, dann funktioniert auch wieder unser Zündautomat. Klappe zu, steht auch drauf. Truma Zündautomat. So, wenn ich jetzt wieder runterdrücke und drehe, da gehört, tickert es wieder und die Flamme ist da. Wenn ihr jetzt die Batterie getauscht habt, aber es trotzdem immer noch nicht funktioniert, ihr hört zwar, dass jetzt der Zündautomat den Piezo-Zünder hier in dem Brenner ansteuert, aber es kommt trotzdem kein Gas. Kann sein, dass es der Thermoelement oder hier drüben der Heizregler vielleicht sogar kaputt ist, der hier unten drin sitzt, weil hier oben über diese Stange, ne, haben wir hier die Möglichkeit ja einzustellen. Ja. Wenn dann immer noch, wie gesagt, nicht tickert, dann kann es sein, dass das Bauteil hier unten drin kaputt ist. Das ist möglich, sehr selten, aber möglich. Nur das könnt ihr auf dem Campingplatz dann nicht reparieren. Dazu muss die Heizung ausgebaut werden, um das Teil zu tauschen. Das geht halt so nicht. Aber wir gehen jetzt mal davon aus, es ist nur die Batterie leer. Die haben wir jetzt getauscht. Und die Flamme geht dadurch dann wieder an. Ja, nachdem jetzt die Heizung funktioniert, bauen wir die Verkleidung wieder drauf. Die Verkleidung wird als erstes unten eingesetzt. Wir haben hier den Haken und auf der anderen Seite den Haken. Da wird die mit der Kante unten aufgesetzt. Ja. Und man muss hier oben, das lässt man zusammen, setzt die Verkleidung hier oben so ein. Da ich ja noch gleichzeitig bei mir die Truma Vent mit integriert habe, nehme ich erstmal das Teil raus. Dazu einmal drücke ich diese Klammern hier zusammen und kann es so rausnehmen. Ist dann leichter mit dem Kabel zum Zusammenbauen. Dann gehen wir her, setze es auf. So, einmal da.
das Kabel hier durch auf der anderen Seite. Ich muss mit dem Kopf dahin. Dann setzen wir noch das ein. Fertig. Jetzt ist die Verkleidung wieder montiert. Wir machen wieder den Test, ob es funktioniert. Wir hören das Tickern. Die Flamme ist an. Da sehen wir die Flamme. Die Heizung läuft. Ich hoffe, ich konnte euch mit meinem Video helfen. Wenn ihr irgendwo steht, die Heizung mal nicht will, wie sie soll, wie man das Ganze Schritt für Schritt abarbeitet bzw. kontrolliert und prüft. Und über ein Like würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr das bei dem Video hinterlasst. Und ihr wisst ja, genau hier unten, richtig, da könnt ihr meinen Kanal abonnieren. Dann werdet ihr immer informiert, wenn ich mal ein neues Video hochlade. Denn es gibt immer was zu reparieren. Bis bald in Henners Schmiede.